Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Sevo und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video und ich bin wieder in der Türkei und zwar in der Wohnung meiner Eltern und ja, ich nehme euch heute einfach mal mit, denn ich habe heute geplant, die größte Sandburg der Welt zu bauen. Okay. Ich bin erstmal in der Wohnung, als erstes denke ich mal, zeige ich euch sie ein wenig, danach gehe ich runter zum Pool wahrscheinlich. Sieht man den von hier? Ja genau, den sieht man von hier. Und ja, hier ist auch so ein kleiner Spielplatz, da kann ich auch spielen. Spaß. Okay. Auf jeden Fall nehme ich euch einfach mal mit und danach gehen wir auch zum Strand, um die Sandburg zu bauen. Und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Lasst schon mal ein Like da. Okay. Und ohne lange zu zögern, fangen wir direkt an, los geht's. So Leute, wir sind jetzt drin. Das ist erstmal das Wohnzimmer. Ist ein wenig unaufgeräumt. Ich will gar nicht drauf viel eingehen. Ihr merkt schon, so ein bisschen orientalisch und so mit dem Teppich. Nein, doch. Und ja, machen wir deswegen einfach weiter. Genau, hier haben wir ein hübsches Badezimmer. Ich mache mal so kurz das Licht an. Genau, so sieht das dann so ein bisschen fresh aus. Und ja, deswegen machen wir mal direkt weiter. Genau, hier links haben wir schon die Küche. Die Küche ist ja ganz normal. Da hinten ist noch ein Balkon, wenn ich das so zeigen kann. Genau, hier ist der Balkon. Da sind andere Wohnungen. Da unten ist der Pool. Und ja, zu dem gehe ich auch gleich hin. Und ja, genau, das ist die Küche. So. Genau, wenn ihr euch fragt, wie viele Zimmer es sind, insgesamt 4. Ich werde wahrscheinlich nicht jedes Zimmer zeigen. Das ist ein ganz gewöhnliches Schlafzimmer. So, ganz lieb und nett eingerichtet. Hier sind so 2 Hocker zum Chillen. Und ja, hier können wir auch nochmal runtergucken zum Pool hin. Da sind andere Wohnungen und so. Und ja. Dann gehen wir hier rüber, Leute. So. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Ich zeige das jetzt nicht, weil es ein bisschen unaufgeräumt ist. Gegenüber vom Balkon ist nochmal ein Badezimmer. Und ja, hier haben wir dann mein cooles Zimmer mit meinen freshen... was ist das eigentlich? Das sieht aus wie ein BMW. Genau, mein BMW mit meiner coolen Hello Kitty Bettwäsche. Genau, ihr werdet euch jetzt denken, warum ist hier sowas? Genau, ich habe mal ein Jahr in der Türkei gelebt und da dachten sich meine Eltern, dass mir so ein Bett wahrscheinlich sehr gut gefallen könnte. Ehrlich gesagt, es ist ein wenig zu klein, so was die Breite angeht. So, bevor alle sagen so, ja, das ist bestimmt fake und ihr seid bestimmt in einem Hotel und was weiß ich und so. Nein, so ist es nicht, denn Leute, da ich ja ein Jahr hier gelebt habe, bin ich auch zur Schule gegangen und das sind meine ganzen Notizen. Das ist das, was ich für Türkisch extra nochmal neu lernen musste. Und das ist komische Mathematik, die ich nie in Deutschland gesehen habe, aber irgendwie auch lernen musste. Und ja, letztendlich habe ich hier auch einen Schulabschluss erreicht, was mich wirklich sehr freut. Hier ist mein Schreibtisch, an dem ich nie gesessen habe. Ja, ich war eine gute Schülerin, das weiß ich. So Leute, ihr habt jetzt alles gesehen, was es in der Wohnung gab, aber Leute, ich habe so großen Hunger. Deswegen gucke ich mal nach, was wir im Kühlschrank haben, dann mache ich mir irgendwas zu essen und ja, bis gleich. Hier haben wir Pizza einpacken und die machen wir dann jetzt. Okay. So Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe nochmal ein T-Shirt darüber angezogen. Darunter habe ich mein Bikini an. Aber ich gucke gerade, ob es unten überhaupt Platz gibt. Denn unten sind so Liegen. Weil wenn ich jetzt nicht eine Liege für mich alleine habe, ist es ein bisschen mies so, ne? Wenn es einfach unten keinen Platz gibt. Wir gucken mal. Das sieht sehr, sehr voll aus. Ach, ich gehe einfach mal runter. Vielleicht ist unten eine Freundin und teilt mit mir eine Liege oder so. Ja, ich gehe mal runter und guck mal, wie das so ist. But every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Then in my head. Ich muss dringend abnehmen, ey. Ich bin so dick geworden, ne? Leute, wenn ihr in der Nähe von Bremen wohnt oder so, dann sagt mir mal Bescheid. Wir gehen dann zusammen zum Sport, wenn ihr davon Ahnung habt. Und ja, da kann ich ein bisschen abspecken. Okay. Sapphire and moonlight, we dance for hours in the tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. So Leute, wir fahren jetzt gleich zum Strand. Ich bin ein wenig kaputt, ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles hinbekommen soll. Aber wir fahren auf jeden Fall gleich los und ja, und dann wird die heftigste Sandburg der Welt gebaut. Ja, ja.
I should be frontin'. Ooh, you know I love it when you call, señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be frontin'. Ooh, you keep me coming for ya. Locked in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way it tastes. La la la. Yeah, 'cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. Ooh, and your lips undress me, hooked on your tongue. Ooh, love, your kisses deadly, don't stop. I love it when you call, señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be frontin'. Ooh, you know I love it when you call, señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every ooh, I should be frontin'. Ooh, you keep me coming for ya. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne das Video liken. Um keine weiteren Videos zu verpassen, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ja, passt auf euch auf und ciao.